Aber kein Problem, ich wusste ja, in welche Richtung wir laufen müssen. Wir müssen in die Nordosten. Messer plus langer Stock ist gleich Speer. Meinst du den Knochensplitter? Ich habe leider kein Messer. Sollen wir das mal kombinieren? Herstellen. Also das funktioniert nicht mit dem Knochenmesser. Und es wird dunkel. Wir laufen mal zurück. Schauen mal, ob wir schon was gefunden haben. Fallmäßig. Geistige Gesundheit minus 2 haben wir jetzt schon. Ach, hallo. Ist denn da? Kann ich euch werfen? Ist mit mittlerem Mausbutton. Ja, das war, habe ich meinen Speer einfach mal weggeschmissen. Da ist er. Können wir die in die Falle treiben? Oh, eine Kokosnuss. Ich piekse die Kokosnuss. Tatsächlich. Ich habe sie angepiekst, die Kokosnuss. Und jetzt ist hier Wasser sauer. Wir nehmen die mit. Das ist doch super. Perfekt. Da oben wären sogar noch mal welche. Probier noch mal hochschmeißen. Kann ja nicht so schwer sein, mit einem Speer hier hochzuschmeißen. Verdammt. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Na gut. Wir gehen nach Hause. Wir können uns immer noch wieder einen Speer machen. Die Liane können wir machen. Auf alle Fälle wissen wir jetzt schon, wie wir mit den Kokosnüssen umgehen müssen. Wunderbar, wunderbar. Wir schauen noch kurz rüber. Trockenes Blatt nehmen wir auch mit. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht so wie bei The Forest ist, der immer alles ins Inventar haut, weil wir haben hier so komische Plätze, dass ich das quasi so verschieben muss. Und je mehr Zeug ich habe, dass ich nicht immer alles mitnehmen kann, habe ich das Gefühl. So, jetzt pass mal auf, wo war diese. Oh, aufpassen, dass wir nicht in die Falle selber reinlaufen. Jetzt wird es nämlich schon dunkel. Da vorne ist. Da war der Weg. Okay, und dann bin ich rechts rüber gelaufen. Und irgendwo in die Richtung müsste die Falle sein. Da ist sie. Oh, guck an, guck an. Pekari. Dann gibt es heute Abend ein schmackhaftes Essen. Das ist ja super. Oh, kein Platz mehr im Rucksack. Pekari-Fleisch roh. Knochen gibt es auch noch. Können wir nicht mehr mitnehmen, weil wir keinen Platz mehr haben. Das ist natürlich blöd. Ah, oh, wir haben echt keinen Platz mehr. Dann müssen wir nochmal wiederkommen. Dann müssen wir nochmal wiederkommen. Können wir die nochmal spannen? Und dann haben wir ja noch altes, schimmliges Fleisch irgendwo. Das Piranha-Fleisch. Und dann warten wir einfach bis morgen ab. Wunderbar, wir gehen nach Hause, machen uns den Grill warm. Wenn das denn geht, weil der ist ja vorhin in der Suppe gestanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie Wasser machen kann, Feuer machen kann. Und jetzt geht es wieder los mit dem Gekreische. Ne, jetzt ist wieder trocken hier. Tatsächlich. Jetzt ist es wieder trocken hier. Na, guck an. Also, dann müssen wir jetzt. Ach, jetzt haben wir schon wieder einen Blutegel. Da ist er. Nochmal einer. Das gibt's ja nicht. Und ich sag noch, geh nicht mit kurzer Hose raus. Okay. Jetzt regnet's. Das ist toll. Perfekter Moment, um Feuer zu machen. Wir stellen hier mal unseren Topf hin. Ah, das Inventar ist schon sehr begrenzt. Und der Topf fällt einfach mal hier durch. Und wir können ihn wieder nicht aufnehmen. Auch wenn ich eh gedrückt halte, geht es auch nicht. Aber soweit sieht es noch ganz gut aus. Vielleicht können wir auch irgendwo hier drunter ein Feuer machen. Ist ja immer gut. Was haben wir hier? Einen großen Stein. Das ist sehr schön. Dann können wir uns gleich noch eine Axt machen.
Und eine Steinklinge. Und eine Steinklinge. Aber was wir alles vorhaben. Steinaxt, Stock und Stein. Steinklinge ist einfach nur zwei Steine. Schwacher Speer ist langer Stock. Stock und Seil. Okay. Also. Stock herstellen. Stein. Steinaxt. Jetzt ist es aber schon sehr dunkel. Können wir... Ich nehme den Topf nochmal mit. Habe ich gesagt? Ich nehme den Topf nochmal mit. Ach, jetzt haben wir wieder keinen Platz mehr. Oh, weil wir die blöden Steine noch haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Inventarmanagement ist etwas... Oh, ich hätte gehofft, das ist so wie in The Forest. Wir legen uns erstmal schlafen und ich würde sagen, wir machen morgen früh, machen uns was zu essen. Wobei, wir haben hier auch noch... Ich dachte, jetzt höre ich nochmal... Schlängelchen. Dann legen wir uns erstmal schlafen und machen uns morgen früh was zu essen. Das war nur die befreundete Mia. Matratze. Wer schreit denn hier so? Ja, wir sind Frühaufsteher offenbar. 5.34 Uhr. Wer weckt mich denn hier? Das Blatt können wir mitnehmen. Wer weckt mich denn hier? Juhu! Da unten, ich sehe dich doch. Können wir nicht Kontakt knüpfen? Da ist er! Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Das sind die komischen... Ah, das sind die komischen... Kannibalenmänner. Okay, unsere Axt ist super. Oh, wir haben eine Abschürfung. Oh, und wir sind gar nicht mehr gut jetzt. Eieiei. Also, wir sammeln den Varaha-Krieger mal ein. Echt jetzt? Wir zerlegen den. Feder und Menschenfleisch haben wir. Knochen können wir leider wieder nicht mitnehmen. Oh mein Gott. Da hat man ja überhaupt keine Ruhe. Ich dachte, wir hätten hier ein paar Tage Ruhe. Da fängt der zu singen an. Also jetzt müssen wir uns erstmal verarzten. Und wir haben Durst, habe ich gehört. So, das sieht ganz gut aus. Das sieht auch gut aus. Hat er uns denn erwischt? Ach, jetzt haben wir nur Egel wieder am Bein. Nö, das, oh, doch, da unten sehe ich was. Okay, wir brauchen einen Verband. Können wir da irgendwas federn? Können wir da irgendwas machen? Was, flüstern? Meinst du das Singen von gerade eben? Pass mal auf, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Wir müssen jetzt irgendwo einen Verband herbekommen. Und den Verband... Alter, nehme ich die blöden... Legen das mal hier ab. Wieso fällt denn das alles durch hier? Wir legen das erstmal hier einfach in den Dreck. Dann die Kokosnuss wird getrunken. Und die ist jetzt leer. Dann legen wir die Kokosnuss auch mal hier ab. Schmerzmittel helfen uns leider nicht. Das Feuerbrett legen wir hier ab. Genauso wie die trockenen Blätter. Was ist das denn? Ich die, hä? Wo habe ich die denn jetzt hingehängt? Habe ich die hier an der Seite angehängt? Da sieht man die ja gar nicht. Aha, da kann man auch noch was dran machen. Kann man die Steine auch dran setzen? Nee. Das geht leider nicht. Edern vielleicht? Auch nicht. Nö. Ah, das ist aber jetzt ein bisschen komisch. Okay, ich darf nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir brauchen Blätter.
Welche Blätter waren das? Das waren die Blätter, die in der Mitte so gelbe Blüten hatten. Habe ich leider noch gar nichts gesehen momentan. Ist das da unten? Ist das unsere Axt? Ist die schon so kaputt? Ah, jetzt haben wir schon wieder was gefangen? Ach, nö. Da hat sich irgendjemand hat sich einfach das Fleisch geschnappt und hat die Falle nicht ausgelöst. Also wir brauchen ein blödes Blatt mit gelben Blüten. Wer legt denn hier diese Wege an? Bleib mal in der Nähe vom Weg. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Und wir haben schon wieder einen blöden Blutegel dran. Ich verbringe die Hälfte der Zeit mit den Blutegeln. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ach so, nee, wir haben ja immer noch die Wunde. Wir haben ja immer noch die Wunde dran. Okay, da vorne liegt irgendwas. Aber Priorität Nummer 1, Blümchen mit gelber Blume. Es ist auch wieder nur so ein Fass. Im Tutorial war die so leicht zu finden. Hier natürlich nichts. Was? Du hörst was geflüstert? Ach, komisch. Oh, hallo? Da sind sie wieder, die Tapir. Ah, wir müssen doch ein bisschen querfeld einlaufen. Weil ich sonst keine Blumen finde. Oder kann ich einfach... Aber ich kann ja nicht einfach andere Blätter nehmen. Wenn wir mal hier reinschauen. Wir brauchen... War das denn? Molinaria, die brauchen wir. Den gelben Blüten. Und wir sind durstig offenbar. Ah ja, das sieht alles gar nicht mehr gut aus. Gelbe Blume. Wir können die Früchte mal essen. Die haben ja auch ein bisschen Wasser drin. Und bevor die dann kaputt werden. Oh, da haben wir schon kaputte. Verdorben. Ich glaube, die Larve, die müssen wir erst braten. Habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt einfach mal hier die ganzen Früchte rein. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus. Wir brauchen immer noch die Blüten. Und davon ist gerade eine Kokosnuss vor unseren Augen in den Tod gesprungen. Die arme Kokosnuss. Die wir gleich mal mitnehmen. So, jetzt pass mal auf. Oh, gelbe Blume. Oh, da haben wir ja einen riesen See. Können wir denn da unten nicht einfach was trinken? Komme ich denn da runter? Ich finde sowieso nicht mehr zurück. Ich habe mich schon damit abgefunden. Irgendwo in diese Richtung, glaube ich. Können wir hier unten, wenn wir unseren Fuß einfach im Wasser baden, was soll da schon passieren? Dann, das reinigt ja quasi die Wunde und eine offene Wunde ist ja immer besser als eine zugeklebte. Können wir hier irgendwo, da komme ich nicht mehr hoch. Ich springe mal runter. Ja, das sieht genau wie das Wasser aus, wo man seinen Fuß reinhalten will. Ich warte ja jetzt nur, dass irgendwelche Krokodile rauskommen. Wir gehen mal rein, schauen mal, was passiert. Es ist schmutzig. Können wir schwimmen? Oder ist hier allgemein der Wasserstand so niedrig, dass wir gehen können? Ich gehe jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Na gut, wir haben einen Tag überlebt. Wir sind 2,4 Kilometer gereist. Und was auch gut ist, wir haben uns... noch gar nicht erbrochen. Wieso sind wir denn jetzt gestorben? Ist unsere Wunde so schlimm gewesen?
Na gut. Wir machen nochmal. Wenn ich jetzt neu mache, dann werde ich wahrscheinlich das Tutorial neu machen müssen. Ich gehe nochmal zurück. Ich will eigentlich das Spiel nicht beenden. Wir gehen nochmal zurück zum Hauptmenü. Da gibt es ja Überleben aktuell und es gibt auch Herausforderungen. Feuerlager, finde das Feuerlager und entzünde es, bevor das Flugzeug eintrifft. In 3 Tagen muss man ein Feuerlager finden. Finde und baue ein Floß, sammle Ressourcen, um die Reise zu überleben. In 4 Tagen. Und ein mächtiges Lager. Das Spiel hat keinen Koop, soweit ich weiß. Ich gehe nochmal zurück. Ja, da muss ich dann wieder das Tutorial machen. Das haben die jetzt so gemacht. Das heißt, wir laden nochmal. Und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Nicht zum Häuschen. Wir haben ja echt wahrscheinlich momentan nur, wahrscheinlich, keine Ahnung, 5% von der Insel gesehen. Wenn überhaupt. Und es ist wie bei The Long Dark oder wie bei The Forest, die Karten sind immer gleich. Oder die Karte. Es wird wahrscheinlich eine große Karte sein, wo sich dann das gesamte Spiel abspielt. Ich hoffe, da sind noch ein bisschen mehr markante Punkte. Wir haben da noch nicht so viel gefunden. Momentan ist alles grün und dschungelmäßig. Ist klar, Amazonas-Dschungel. Ne? Aber sowas wie jetzt hier in dem Bild zum Beispiel, so ein schöner Wasserfall oder so, das wäre schon echt mal noch schön. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Wir gehen mal in die andere Richtung, wenn die Ladezeiten vorbei sind. Irgendwann. Mal. Jetzt. Gleich. Achtung. Das gibt's ja nicht. Das ist vorhin auch schon so lange okay. Gut, also, wir haben wieder gar nichts im Inventar natürlich. Vorhin sind wir in die Richtung gegangen, jetzt gehen wir in die Richtung. In der Hoffnung. Oh, wir können uns ja jetzt, wir wissen ja jetzt die Rezepte schon. Aber wir können den können wir leider nicht. Wir müssen mal auf den Boden schauen, ob wir irgendwo dann so Stöcke finden. Wir gehen mal in die Richtung jetzt. Ich gehe jetzt querfeldein. Da vorne sehe ich schon was. Einen Stock nehmen. Und wir bräuchten auch noch einen Stein. Stock und Stein brauchen wir. Und die Liane können wir auch mitnehmen. Mit der habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht, mit der Liane. So, da unten. Habe ich was leuchten gesehen? Was ist das? Ein Papageikörper. Okay, nehmen wir mit. Herstellen, sammeln, fallen. Wir machen mal sammeln. Jawohl, ordentlich zerlegt. Und jetzt haben wir Federn, Papageienfedern. Ein kleiner Stock. Vielleicht immer noch einen Stein. Palmblatt. Sind wir jetzt wieder am gleichen Stand, wo wir vorhin gestorben sind. Und wir haben wieder Papageien. Ich springe hier runter. Nee, ich springe hier nicht runter. Ich gehe hier runter. Hier am Strand muss doch eigentlich... Kann ich dich schlagen? Nee. Muss doch irgendwo bestimmt ein Stein rumliegen. Einer allein. Es sieht schon hübsch aus, aber es ruckelt. Ich würde so gerne die Grafikeinstellungen ändern, aber das Spiel lässt mich nicht. Beziehungsweise der Entwickler. So. Nochmal Stöcke. Wir gehen mal am Strand entlang. Vorne habe ich schon wieder was laufen gesehen. Das war wahrscheinlich wieder so ein Tapir. Oder vielleicht auch der Leopard. Ah,
Ah, Tapir. Die Freunde der Wildnis. Können wir eigentlich springen? Können wir auch. Okay. Ich suche immer noch einen Stein. Irgendwo. Auf der ganzen Insel gibt es keine Steine. Lecker Pfifferling. Nehmen wir mit. Dann können wir uns nämlich schon eine Axt basteln und mit der Axt kann ich schon einige Sachen hauen. Unter anderem die Eingeborenen. Wir gehen wieder nach oben, wahrscheinlich über den Baumstamm hier. Haben wir einen besseren Überblick. Und ich hoffe, ich falle jetzt nicht gleich runter. Da vorne ist eine Kokosnuss runtergefallen. Ist das eine Hütte? Rechts von uns? Moment, erst die Kokosnuss. Ach, die kann ich wieder nur tragen. Das ist ja blöd. Ah, die kann ich nur tragen. Wir merken uns die Kokosnussposition. Wir kommen später wieder. Schauen mal, ob da vorne eine Hütte war oder was das immer auch war. Hey, da war doch irgendwas. Achso, Stein. Ja. Da war ein Stein. Und wir haben einen Igel eingefangen. Das ist sehr schön. Unser Freund, der Igel. Das ist schon ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach, dass da alle 2 Minuten sich so ein Wurm an uns dranhängt. Wo ist er denn? Da unten ist er. Ich finde das ganz gut, dass man sich hier anschauen muss. Immer mal wieder. Man ist ja schließlich im Dschungel und nicht irgendwo im Big Brother Camp. Wobei, der Schade ist manchmal auch nicht, wenn man sich anschaut. Das finde ich schon gut, aber es ist jetzt fast ein bisschen zu viel. Kann ich jetzt hier einfach nicht meine Zunge raushalten? Das wäre doch so einfach. Dann ist auch nochmal eine Kokosnuss, die wir nicht nutzen können. Ah, da ist nochmal ein anderer Unterstand. Oder sind wir jetzt wieder... Nö, das ist jetzt quasi woanders. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir da vorne irgendwas finden. Sieht fast so aus wie der andere Unterstand, bloß ein bisschen kleiner. Irgendwas von Wert. Ein Topf wäre zum Beispiel ganz gut. Kohle nehmen wir gerne mit. Ich denke mal, die hilft uns vielleicht später nochmal beim Anzünden oder so. Was weiß ich. Und hier oben, wenn wir eine Axt finden würden, das wäre super gut. Eine Dose ist auch nicht schlecht. Hängematte. So, was haben wir hier? Autorücksitz. Ah, Orangensaft. Dann würde ich sagen, werden wir gleich mal Orangensaft zu uns nehmen, solange der noch gut ist. Essen. 30 Hydration hat der. Jawohl, oh, trotzdem erst die Hälfte gefüllt. Das sieht jetzt nicht so toll aus. Neuer Eintrag, Wasserfilter. Moment, Wasserfilter? Ein Wasserfilter. Da was kaputt. Ich glaube, da muss man irgendwas in den Topf drunter stellen oder so. Ein Wasserfilter. Langer Stock, Bambusscheit, Seil, Kohle und Stein. Da läuft quasi das Wasser durch und wird gereinigt. Wassersammler. Okay. Da muss man aber irgendwas oben und unten dran, muss man irgendwas dran stecken. So, kaputtes Boot. Wir gehen nochmal hier hoch. Kann ich mich hier hochziehen? Nein, wir können leider nur springen. Wir können nicht hochziehen. Und dann gehen wir noch hier vor, ob da irgendwas liegt. Da liegt ein langer Stock und wenn ein... Au, ein vierzackiger Speer sogar. Perfekt. Neuer Eintrag, vierzackiger Speer wird wie gemacht.
Langer Stock oder langer Bambusstock, zwei kleine Stücke und ein Seil. Oh, das ist ja ein fortschrittlicher Speer, würde ich mal sagen. Wir können mit dem Speer normalerweise auch Kokosnüsse öffnen. Ist da jetzt was runtergefallen? Ich dachte, da wäre eine runtergefallen. Wir gehen nochmal zurück auf die andere Seite. Da ist nämlich eine runtergefallen. Hier vorne. Irgendwann. Oder hier vorne. Da ist sie. So. Kokosnussbidon. Neuer Eintrag. Kokosnussbidon. Was ist denn Kokosnussbidon? Oh, da können wir Wasser füllen drin. Kokosnuss und Seil. Ah, wie kommt drauf, dass das läuft? Aber zuerst müssen wir es austrinken, oder? Probier es mal, ob wir es so auch kombinieren können. Blink, blink. Aber was machen wir denn jetzt mit dir? Jetzt ist sie leer. Verdammt. Ich hätte vorher trinken müssen. Nein. Na gut. Können wir den Kokosnussbidon hier unten anhängen, zum Beispiel? Dass hier unten dann das Wasser gesammelt wird. Nein, geht nicht.